So, herzlich willkommen bei Gartentechnik.com zu unserer aktuellen Montagsrunde. Heute ist das Thema ja, die Einrichtung des Plugins, wenn Sie quasi das Gartentechnik.com Plugin testen möchten. Wir möchten Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Und ja, ich denke, das Video ist eine gute Hilfe, wenn Sie sich das vorher anschauen oder auch währenddessen dabei. Dann können wir alles jetzt schön erklären. Ich habe einen ganz frischen Blog gerade aufgesetzt, der ist keine Viertelstunde alt, also da ist eigentlich noch nichts passiert, bis auf das ich geguckt habe, dass er läuft. Und ja, dem Ganzen werden wir uns jetzt annehmen. Ja, vielleicht auch nochmal sozusagen der Hintergrund, weil das ist schon ein Novum. Wir haben ja in den letzten Jahren Gartentechnik.com komplett relaunched, also auf WordPress übertragen. Alles, was früher mal irgendwie proprietär war, ist ja heute ein, naja, immer noch proprietäres WordPress-Plugin zwar, aber halt auf einer relativ standardisierten Softwarebasis, nämlich WordPress, und damit für sehr, sehr viele Menschen verfügbar. Zwei Drittel aller Websites, die ein Content-Management-System benutzen, benutzen WordPress. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen haben WordPress am Start, können also ein Plugin installieren und aktivieren und damit arbeiten. Und wir sehen das auch in der Motorgerätebranche. Hier in Deutschland haben sehr, sehr viele Händler WordPress am Start, betreiben damit ihre Website. Und was wir halt anbieten können als Gartentechnik.com, ist dafür zu sorgen, dass auch ihre Produkte zukünftig auf ihrer Website sind. Denn bei den allermeisten Händlern, die WordPress benutzen, da gibt es dann so fünf, sechs Seiten. Einige benutzen immerhin ein bisschen die Blogfunktion und schreiben da ab und zu mal über Produkte, so drei, viermal im Jahr. Aber das reicht natürlich nicht, um im lokalen Kontext und im regionalen Kontext, da wo auch unsere Kunden arbeiten, vor Ort mit dem stationären Handel, mit der eigenen Werkstatt dort gefunden zu werden. Und das ist heute einfach, funktioniert anders als vor 10, 20 Jahren. Die Menschen suchen viel, viel spezieller. Die wissen relativ genau, welche Maschinen sie haben wollen und suchen danach, suchen auch im lokalen Kontext. Da werden ja häufig auch die lokalen Ergebnisse von ganz alleine sozusagen von Geisterhand, also von Google angezeigt, weil Google natürlich weiß, okay, das ist ein Mensch, der ist irgendwo zum Beispiel in Münster. Also zeige ich ihm mehr Informationen aus der Nähe von Münster an, weil ich weiß, dass die meisten Leute ihre Sachen eher vor Ort kaufen wollen, wenn sie nicht sozusagen international, vielleicht dann bei Alibaba demnächst shoppen. Aber anyway, für die meisten ist es so, es wird vor Ort gekauft und deshalb ist es wichtig, dann auch die Produkte entsprechend anzuzeigen, damit Google die überhaupt indizieren kann, damit Bing die indizieren kann, alle Suchmaschinen überhaupt wissen, welche Marken und Produkte geführt werden. Und genau dafür ist das Gartentechnik.com-Plugin da. Das ist genau das, was Gartentechnik.com macht. Wir pflegen von über 100 Marken aus dem Bereich Gartentechnik, manchmal auch im Bereich Kommunaltechnik, die Maschinendaten, aktualisieren die, geben die, also aktualisieren vor allem die UVPs, also die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller, packen die neuen Maschinen rein, nehmen die aus der Funde raus und so weiter. Das machen wir seit 2003 und wie gesagt, jetzt seit 3 Jahren auch als WordPress-Plugin und jetzt auch für jedermann zum Testen. Denn bisher war es so, da musste man bei dem Michael, der Conny, dem Achim anrufen und sagen, hier, ich hätte gerne mal so ein API-Key, ich würde es gerne mal ausprobieren und das braucht es ab jetzt nicht mehr. Denn das geht jetzt alles sozusagen vollautomatisch, ganz normal, wie man sich bei WordPress ein Plugin installiert und es dann testet. Und der Michael wird es jetzt an die Wand werfen. Und wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch, sodass Sie das selbst nachvollziehen können und selbst bei sich auf Ihrer Website ausprobieren können und damit unsere Leistung testen können. Und wenn Ihnen das dann gefällt, 90 Tage ist das for free, danach können Sie dann entscheiden, ob Sie eine Lizenz bei uns kaufen wollen. Es ist auch so, Sie müssen nichts kündigen oder irgend sowas, das läuft vollautomatisch ab. Nach 90 Tagen schaltet sich das Plugin wieder aus, außer Sie kaufen eine Lizenz ein. Das heißt, Sie müssen nichts kündigen, Sie müssen gar nichts tun, Sie können das einfach aktivieren und ausprobieren. Und wie das funktioniert, zeigen wir jetzt. Ja, und die Empfehlung ist natürlich, ich meine, WordPress-Nutzer sind ja eigentlich, was diese ganze Webseitengeschichte angeht, sag ich mal, relativ fit. Ich formuliere das mal so allgemein, weil die meisten kennen sich dann auch mit Tracking aus. Und dann noch eine kleine Anregung: Installieren Sie das und schauen Sie mal vorher und was dann passiert in den nächsten Monaten und schauen Sie auch mal Ihr Ranking an in verschiedenen Kontexten, also mit Kategorienamen, vor allem vorher, nachher. Da passiert einiges. Gut, dann teile ich jetzt mal den Bildschirm, einfach meinen gesamten Desktop. Zack. So. Da müssen wir hin.
Also, das ist quasi der Blog ganz frisch aufgesetzt und Sie haben jetzt irgendeine andere Domain und weg damit und loggen sich ein, wenn Sie einen Standard WordPress-Blog aufgesetzt haben. Also beim regulären Anbieter geht es meistens mit Login, aber das kennen Sie ja auch und kommen dann hier in die Oberfläche. So, jetzt können wir alle auch E-Mails schreiben. Spannend, dass du noch eine Yahoo-Adresse am Start hast. Ich kenne auch Leute, die haben noch eine AOL-Adresse. Das finde ich immer noch. Ja, GMX hat mich gerade gefragt, ob ich meine löschen will. Ich war schon am Überlegen, ob ich da einfach nur, ob ich ihre Ressourcen nerve und einfach nochmal mich einlogge. Oder sie vielleicht verkaufe oder so. Gut, also Standard-Blog, nichts passiert großartig und Theme-Plugin installieren. Wir haben hier die Plugins und hier können wir direkt rübergehen, ein Plugin zu installieren. So, und jetzt müssen wir natürlich Plugins durchsuchen, beziehungsweise ein Plugin hochladen. Aber ich kann hier jetzt eigentlich nach. Zum Glück brauchen wir nicht hochladen, weil Gartentechnik.com ist ja im WordPress-Verzeichnis. Das heißt, man braucht einfach nur nach Gartentechnik suchen, das reicht auch schon, oder nach Rasenmäher. Und dann geht es los. Was interessant ist, hier steht jetzt 10 plus aktiv. Oh doch, wir sind jetzt sogar über 10. Bisher waren wir immer unter 10. Das ist neu, weil es ist so, wir betreiben für hunderte Motoristen die Websites mit WordPress, aber auf unserer Instanz. Und das zählt als eins. Also wir haben sozusagen ein Plugin am Start. In Wahrheit haben sehr viele Händler diese WordPress-Installation. Und wir sind jetzt sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, wenn viele Leute testen können. So, Sie brauchen jetzt hier nur auf jetzt installieren klicken, wie Sie das kennen. Und ja, dann kommt ja eigentlich die Überraschung. Was passiert dann? So, installiert und klar wollen wir das Plugin dann auch aktivieren. Also da ist WordPress inzwischen auch sehr einfach geworden. Und jetzt sehen wir, dass das Plugin hier bereits hinterlegt ist. So, gut. Wer es nicht mehr haben will, kann es dann auch natürlich dementsprechend hier deaktivieren oder löschen. So, das ist mein Wissensstand. Ich würde jetzt natürlich hier erstmal schauen, was in dem Plugin hinterlegt ist oder mir die Details ansehen. So, jetzt kriege ich hier Informationen. Das ist natürlich sehr gut. Hier steht jetzt auch, dass ich das Ganze verwenden kann, dass ich, wie Gerrit meinte, diesen 90-tägigen Testzeitraum habe. Und jetzt klicke ich hier einfach mal den Button, weil hier steht ja jetzt 90 Tage. Eine wichtige Information noch, das hört mir gerade auf, das steht da gar nicht. Man kann diesen Zeitraum genau einmal aktivieren, also von außen. Das heißt, wenn der aktiviert ist, läuft er 90 Tage, deaktiviert sich danach automatisch, außer man kauft eine Lizenz. Das heißt, man sollte das am besten erst dann machen, wenn man auch tatsächliche Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Also wenn Sie das runterladen, aktivieren und dann nichts damit tun, dann läuft der Countdown und irgendwann ist es wieder weg. Das wäre natürlich schade. Also Sie wissen ja, was so ab März, April los ist. Und da dann damit anzufangen, ist vielleicht ein bisschen ein schlechterer Zeitpunkt, weil Sie werden sehr wahrscheinlich dann auf einmal keine Zeit mehr dazu haben. So, dann klicke ich mal hier drauf und dann schauen wir mal, was passiert. So, jetzt steht hier, was ich so machen kann und noch weitere Informationen. Es gibt einen YouTube-Channel und so weiter. Und jetzt habe ich den API-Key hier und speichere noch den Schlüssel. Ja, der API-Key wurde gespeichert. Ihr Testzeitraum läuft noch 90 Tage. Ja. Und eigentlich sollte das jetzt die Installation gewesen sein. Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Den restlichen Teil kennst du ja. Also bisher war es ja so, dass der Michael genau diesen API-Key generiert hat oder die Conny oder der Achim oder sonst jemand von uns. Und
erst dann die Sache losging. So, und das hat sich jetzt halt komplett verändert, denn jetzt ist dieser Key generiert worden. So, und was mich auch, als ich es getestet habe, auch ein bisschen irritiert hat erstmal, aber das kennst du eigentlich besser als ich, es dauert so einen kleinen Moment, bis man jetzt tatsächlich Aktives tun kann. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob das durch sozusagen Aus- und Einloggen dann wieder aktiviert wurde. Aber du weißt ja, wie man jetzt Marken und Produkte überhaupt da mal reinbekommt, was der nächste Schritt ist. Denn das ist jetzt sozusagen der spannende Teil. Genau. Allerdings ist es hier tatsächlich, wie du sagst, noch nicht verfügbar. Also wir können jetzt natürlich einen kleinen Moment warten oder auch einfach mal einmal aus- und einloggen. Ich vermute mal, das ist jetzt das Einfachste. Ich habe jedenfalls schon festgestellt, dass wir daran noch arbeiten wollen, denn das ist verwirrend und da muss man erstmal drüber nachdenken, warum das jetzt so ist. Was ich schon mal machen kann, ich kann sozusagen parallel im Superadmin etwas tun, denn dann beschleunigt sich die Sache. Aber das ist etwas, was sozusagen, da merken wir halt, dass da noch eine Limitation ist, dass es ein Test ist, aber zumindest funktioniert es schon. Ich bin jetzt gespannt, ob du mit Logout und Login was erreichen kannst. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann werde ich gleich den Superadmin benutzen und darüber einfach mal eine Aktivierung, also zumindest von Produkten vornehmen. Aber ich glaube, es ist einfach ein Zeitablauf, der das ist jetzt, weil es hinterlegt wird und ja, wahrscheinlich ist, auch. Das ist Zeitablauf, genau, weil es jetzt noch das Gleiche. Ja. So, was ich gerade gemacht habe, ich habe es nämlich auch an einer anderen Stelle schon mal installiert, ich habe dann einfach mal im Super-Admin-Bereich Marken aktiviert. Dann war es nämlich plötzlich da. Ich glaube, das tue ich jetzt auch mal im Hintergrund. Vielleicht kannst du so weit lange noch was erzählen. Ja, wir haben eigentlich die nächsten Schritte, die kommen. Das können wir ja dann auch noch verlinken. Das letzte Mal schon erklärt. Es ist dann, wenn das Plugin jetzt aktiv ist, ich denke, wir werden da jetzt halt noch irgendwie einen Hinweis einbauen, dass man dann entsprechend noch einen kleinen Moment warten muss, bis alles soweit eingerichtet ist. Aber wenn Sie dann loslegen, dann findet man halt im Menü unter dem unter Gartentechnik die Möglichkeiten, die Stammdaten einzurichten und das, was Gerrit eben erwähnt hat, natürlich der ganze Produktbereich. Und da sieht man dann auch die Stärke natürlich von Gartentechnik.com, von dem Plugin. Das sind die vielen Produkte, das sind aber auch Mietgeräte, Angebote und Gebrauchtmaschinen. Da stecken ja, das ist natürlich interessant für Neukunden, die das testen wollen oder sage ich mal einfach Tester, dass man da natürlich schön arbeiten kann und ein bisschen mehr hat als einfach nur eine Übersicht mit Produkten, sondern halt wirklich ein starkes Tool, um ja, lokal gut gefunden zu werden und auch das abzubilden, was man eben so als Motorist macht, vor allem auf der Maschinen- und Produktseite. Den Rest machen sie ja quasi über den Blog, Selbstdarstellung und so weiter und so fort. So, ich habe jetzt mal, mach mal einen Reload, bitte. Ich habe jetzt mal Honda aktiviert als Marke einfach. Das hat bei mir vorhin dann dafür gesorgt, dass sofort etwas passiert. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich eine Zeitfrage auch. Das ist eine ganz interessante Frage. Ah ja. Aber jetzt also, und da sieht man auch, wann das Plugin auf jeden Fall aktiv ist. Genau. Spätestens dann, wenn zum einen das Icon sichtbar ist und zum anderen hier diese entsprechenden Menüpunkte erscheinen. Ja, Stammdaten hatte ich eben erwähnt, aber halt vor allem interessant sind natürlich die... Ich würde vorschlagen, den Teil haben wir ja in einem anderen Video auch schon erzählt. Ich würde sagen, zeig jetzt lieber mal, also was für mich im Moment noch die größte Hürde ist, und das ist etwas, sage ich auch ganz klar, daran arbeiten wir noch, damit es einfacher wird, ist, wie bekomme ich jetzt die Produkte auf die Website? Denn jetzt, solange ich mich hier bewege, bewege ich mich ja sozusagen nur in dem Admin-Bereich, aber eben nicht auf der Website. Und vielleicht machst du mal parallel die Website auf, da kann man das nämlich sehen, dass da aktuell noch gar nichts ist. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir das machen, wie man vor allem, hier ist ja jetzt so ein Menü, wie man das da reinbekommt. Das zu zeigen, finde ich, ist jetzt an der Stelle besonders wichtig, denn es gibt ja das andere Video, das solltest du auch einfach unten verlinken, da wird ja all das erklärt, wie man Stammdaten... Genau, das hatte ich ja erwähnt, dass wir das schon soweit angesprochen haben. Also das Erste, was Sie natürlich brauchen, sind einfach Produkte. Und da gehe ich in die Markenübersicht und jetzt hatte Gerrit natürlich schon was aktiviert und ich nehme mal einfach noch irgendeine andere Marke dazu. Machen wir halt einen der großen, nehmen wir mal Stiel einfach mit dazu und dann kann ich das hier aktivieren. Hier wird auch immer erklärt, was das Ganze bedeutet.
So. Dann wird entsprechend die Datenbank angepasst. Das dauert einen kleinen Moment. Da werden jetzt schon einiges an Daten eingeschaufelt. Aber auch das wird im kommenden Jahr, werden noch ein paar Umbauarbeiten abgeschlossen. Was mich jetzt allerdings irritiert, ist, dass wir hier 0 von 0 Produkten drin haben. Habe ich auch, aber es ist gar nicht so wichtig. Wie gesagt, darüber sprechen wir nachher mit Tobi. Aber zeig doch bitte mal, wie... Also man kann das ja jetzt schon reinhängen und man kann es ja auch jetzt sofort schon sehen und das Slash kaufen ist es ja. Und das ist das, genau, was ich jetzt gerne zeigen würde, anders als die Markenverwaltung. Also das ist also das so gut zu wissen. Also wenn Sie jetzt noch gar nichts weiter im Menü eingerichtet haben, den Produktkatalog findet man unter Slash kaufen. Das ist jetzt natürlich Vorführeffekt. Hier sind aber jetzt noch keine Produkte vorhanden. Das ist ja auch richtig, das zeigt ja auch der Administrationsbereich an. Es sind keine Produkte drin. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Zeitfrage. Aber es ist ja schon da. Und jetzt halt die Frage, wie kann ich jetzt das sozusagen in die Navigation hängen? Denn das ist das, wo, glaube ich, viele Leute, ich zumindest, dran scheitern würde, jetzt ohne Erklärung. Ja, also man braucht, und was man hier sieht, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Aber die Möglichkeit, die jetzt von uns zur Verfügung gestellt wurde, ist dieser Punkt Navigationsmenü. Also im Plugin selbst gibt es den Unterpunkt Navigationsmenü, das wählen Sie entsprechend aus. Und hier legt man einen neuen Navigationsmenüpunkt an. Dazu muss man hier oben auf Erstellen klicken, das kennt man ja auch von anderen WordPress-Bereichen, und gibt einen Titel ein. Wir machen es jetzt erstmal ganz einfach, wir wollen, dass alle Produkte angezeigt werden. Und dann können wir hier einfach eingeben, alle Produkte. Es gibt dann hier noch Einstellungen, das ist hier Produkte filtern, alle anzeigen. Man kann jetzt hier auch schon filtern und sagen, nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte eben nur noch Gebrauchgeräte oder nur Angebote, aber wir wollen jetzt, dass alle Produkte angezeigt werden, deswegen belassen wir es dabei. Die Produktkategorie ist in dem Fall noch leer, weil die Produkte noch nicht drin sind. Und jetzt ist noch die Frage, wie viele Ebenen. Ich stelle in der Regel immer 2 ein. Da geht es darum, wie viele Unterebenen werden eben noch dargestellt. Also wenn man so will, die Oberebene sind eben alle Produkte, dann darunter beziehungsweise die Gartentechnik, unten drunter dann vielleicht die Motorsägen und die Ebene darunter sind dann die Benzin-, Elektro- und Akkumotorsägen. Also damit fährt man eigentlich ganz gut und dann kann ich das Ganze speichern. So, das ist jetzt quasi nichts anderes als ein Filter. Es hat sich hier auf der Webseite eigentlich immer noch nichts getan. Wenn ich hier draufklicke, sieht das Ganze aus wie vorher. Ich muss jetzt natürlich noch diesen Filter als Menüpunkt auch noch hinterlegen. Das kennen Sie dann eigentlich schon von WordPress. Sie gehen auf Design, auf Menüs und können jetzt hier... den Punkt gibt es nämlich eigentlich nicht, Navigationsmenü und dann diesen Filter auch auswählen und zum Menü hinzufügen. So, das ist jetzt rot, da steht dann auch Gartentechnik.com und das Ganze kann ich dann hier speichern. Es kann sein, das gibt es bei einigen Einstellungen, dass hier dieser Punkt nicht angezeigt wird. Das können Sie aber hier oben, erfahrene WordPress-Nutzer wissen das auch, auswählen. Hier gibt es diese Boxen, die kann man hier aktivieren oder ausschalten und da kann es sein, dass hier das Häkchen fehlt und dann wird die Box natürlich nicht angezeigt, nur so nebenbei, falls ihr das Ganze dann vermissen, das ist so ja, häufig, was mal hier unter passiert. Gut, ich weiß nicht, hätte ich gespeichert, ich speichere es einfach nochmal. So. Und dann aktualisiere ich mal die Seite und hier ist der Menüpunkt, alle Produkte, also den können Sie natürlich nennen, wie Sie wollen. Und hier ist jetzt quasi der Produktbereich und klar, die Produkte sind jetzt noch nicht gefüllt, aber sobald es der Fall ist, werden hier dementsprechend alle Marken dann auch angezeigt. Aber die Einrichtung ist soweit abgeschlossen. Ich würde vorschlagen, wir schalten jetzt mal das Display aus und sprechen aber nochmal darüber, also nochmal einfach nochmal zum Rekapitulieren, was wir jetzt gemacht haben. Also nochmal, der Ablauf ist ganz einfach und Sie haben gesehen, wir haben das live gemacht, da sind auch noch zumindest Zeitverzugskinderkrankheiten drin, das müssen wir klären, wie wir das hinbekommen, dass das schneller passiert und man nicht auf irgendwas warten muss, weil das macht keinem Menschen Spaß, mir zumindest nicht, ich bin sehr ungeduldig und wenn ich irgendwo draufklicke, dann will ich danach ein Ergebnis haben. Aber jedenfalls, der Ablauf ist jetzt sehr, sehr einfach. Also,
Sie gehen ganz normal in Ihren Administrationsbereich von WordPress. Also wir reden ja immer von der Situation, dass Sie als Händler schon eine WordPress-Installation haben. Da gehen Sie auf den Bereich Plugins. Da suchen Sie einfach nach Gartentechnik oder Gartentechnik.com oder Rasenmäher oder irgendwas. Sie finden da nur uns, das ist relativ übersichtlich. Dann klicken Sie auf Installieren, installieren das Plugin. Das Schöne an dem Plugin ist, das ist super klein, also das verbraucht auch keinen Platz bei Ihnen, denn das ist letztlich, das wird auch auf der Plugin-Seite erklärt, das ist einfach nur ein Zugang zu der API, die wir bereitstellen, wo dann Funktionen und Produktinformationen hinterliegen. Nachdem Sie es also installiert haben, müssen Sie es noch aktivieren. Das ist ja bei WordPress so ein für mich ganz spannender Ablauf, weil eigentlich, wenn ich etwas installiere, will ich sofort aktiviert haben. Also ich würde eigentlich erwarten, es ist schon aktiviert, aber das ist bei allen Plugins so. Sie müssen nochmal auf Aktivieren klicken, dann wird es aktiviert. Dann erscheint dieser Menüpunkt Gartentechnik. Und jetzt ist es halt wichtig, Sie haben an dem Punkt keinen API-Key. Also Sie haben einfach kein Recht auf diese Funktionalität und auch auf die Daten und auf alles, was wir anbieten, zuzugreifen. Deshalb generieren Sie sich selbst einen API-Key, der läuft für 90 Tage vollautomatisch. Sie brauchen dafür nichts bezahlen, das ist frei. Sie brauchen auch nicht kündigen oder irgend so ein Quatsch. Sie können das austesten und nach den 90 Tagen, also es sind fast 3 Monate, deaktiviert sich das Plugin vollautomatisch, außer Sie sagen, okay, das ist cool, das will ich weiterhin behalten. Und wenn ich das jetzt so sehe, wir hatten jetzt eine ganze Menge Testläufe in diesem Jahr, die meisten haben dann gesagt, das ist schon ganz praktisch, weil der Michael meinte vorhin, ja, man kann auch das Tracking aktivieren, genau, das haben wir in dem anderen Video auch erklärt, man kann es im Google Analytics Code oder irgendwas anderes hinterlegen, damit man weiß, was darüber dann reinkommt an Anfragen. Aber noch viel wichtiger ist, Sie hinterlegen Ihre E-Mail-Adresse und dann kriegen Sie ja Anfragen. Und das ist das, was spannend ist. Und dann sehen Sie auch, ob sich das für Sie lohnt oder nicht. Bisher die Tester, die waren ganz erfreut darüber, wie gut das funktioniert. Und nochmal danach, wenn Sie das also gemacht haben, installieren, aktivieren, dann müssen Sie einen Moment warten aktuell. Das werden wir aber schauen, dass wir das beschleunigen können. Und dann haben wir gerade gezeigt, wie man sich Menüs generiert. Das sind, und Michael hat zu Recht gesagt, das sind eigentlich nur Filter. Das Schöne ist, die werden automatisch gebaut. Also, wenn Sie jetzt die verschiedenen Marken auswählen und die verschiedenen Kategorien, dann werden die abhängig von der Tiefe, werden diese Menüs selbstständig generiert. Genauso können Sie sagen, ich will da zum Beispiel nur alle Gebrauchtmaschinen drin haben. Dann haben Sie auch wieder die Gebrauchtmaschinen, nach Warengruppen und so weiter. Das heißt, Sie können einfach Menüs generieren, automatisch generieren lassen. Und der letzte Schritt ist dann, jetzt müssen Sie sozusagen diesen Filter für ein Menü in dieses echte Menü der Website reinpacken. Das heißt, Sie gehen unter den Designpunkt auf Menüs und aktivieren dann diesen Filter, den das Gartentechnik.com-Plugin bereitstellt, für ein Gartentechnik-Menü und dann hängen dort alle Produkte drin. Das war's. Also die ganze Sache ist eigentlich innerhalb von 10, 15 Minuten erledigt. Wir müssen noch optimieren, dass das dann auch tatsächlich alles schon da ist und sichtbar ist. Das ist sozusagen noch etwas, wo wir offensichtlich im Hintergrund etwas langsam sind. Das liegt aber auch daran, dass wir noch ein bisschen Altlast mit uns rumtragen, aber das wird so im Frühling dann vorbei sein. Aber auf jeden Fall funktioniert es. Die Sache ist möglich und was Sie vielleicht auch gerade gesehen haben, auf jeden Fall in einem anderen Video sehen werden, überall in diesem Administrationsbereich, also in dem Plugin-Bereich, sehen Sie unten immer ein Kontaktformular. Sie können auch uns auch anrufen und das gilt auch natürlich für Leute, die testen, denn wir haben ein Interesse daran, dass es bei Ihnen funktioniert. Das heißt, wenn Sie weiterführende Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Ich glaube aber, was ich so sehe da draußen, es gibt sehr, sehr viele Händler, die mittlerweile sehr professionell entweder ihre Websites mit WordPress selbst betreiben oder zusammen mit einer Agentur dann Freelancer betreiben lassen. Und ich denke, Sie werden unsere Hilfe nicht so häufig benötigen, denn wir haben ein technisch sehr gutes Produkt dort entwickelt in den letzten Jahren. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Sie das Layout komplett anpassen können. Also es geht nicht nur, dass Sie das, was Sie da übernehmen, mit ein paar Farbänderungen anpassen. Das kann man direkt im Plugin, das kann auch jedermann, behaupte ich. Sie können über Style Sheets das ganze Aussehen so anpassen, wie Sie wollen. Wir haben sehr gut dokumentierte Cascading Style Sheets, die Sie dann wieder an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Das heißt, wie hinter so einem Produktkatalog aussieht, das obliegt komplett Ihnen. Also das gibt Ihnen viel Raum jetzt zum Testen und wir sind sehr gespannt, was da jetzt so kommt. Und ich freue mich auch auf die ersten Tester, die jetzt sagen, okay, ich sehe, dass es noch nicht ganz hundertprozentig funktioniert, aber ich will es mal ausprobieren. Und dann schicken Sie uns einfach Ihr Feedback, was nicht so schnell oder richtig funktioniert oder aus Ihrem Gefühl heraus sich nicht richtig anfühlt. Also wie gesagt, für mich fühlt es sich immer nicht gut an, wenn ich irgendwo draufklicke und dann noch nicht wirklich sofort was passiert. Aber wir arbeiten daran und wir müssen es jetzt aussehen. Wie gesagt, das ist neu und
das Außenfeedback ist jetzt wichtig. Uns war wichtig, dass Sie testen können, dass das Plugin nicht mehr abhängig davon ist, dass Sie mit uns telefonieren, weil das total lästig ist, dass es auch irgendwie artifiziell und auch untypisch für WordPress. Normalerweise kann man installieren und selbst bei den kommerziell betriebenen Plugins, was ja heute die Mehrzahl ist, da kann man schon was tun und damit arbeiten. Und genau den Status haben wir jetzt auch endlich hergestellt. Uns war es erstmal wichtig, unsere vorhandenen, bestehenden Kunden zu bedienen. Aber wir wollen natürlich auch jetzt allen, die WordPress schon haben, das ermöglichen und zu testen. Was denkst du denn? Was ist sozusagen das Allerwichtigste, was man beachten sollte, wenn man jetzt sozusagen so einen Testraum, Zeitraum mal startet und was da passieren sollte? Also was ich denke ist, man sollte natürlich vor allem neugierig sein und sich die ganze Sache anschauen, wie unser Plugin aufgebaut ist, was man damit machen kann, um das eben voll auszureizen und auf Kundenfeedback achten. Das ist, was ich jetzt machen würde. Ich würde mir anschauen, was heißt da eigentlich Mietgerät, Gebrauchmaschine, Angebote und klar uns kontaktieren, wenn es da Fragen gibt. Auch wenn Sie testen, sind wir da und unterstützen Sie einfach dabei, das Ganze natürlich zu nutzen. Und ja, klar, dann noch ein bisschen beobachten, was wirklich in der Welt draußen passiert. Also wir sehen ja, was passiert, dass Sie in Kategorien bei bestimmten Maschinen gut gefunden werden, beziehungsweise bei allen Maschinen, die irgendwie in der Region gesucht werden. Also das dürfte sich einstellen und ja, wie gesagt, das wäre so mein Ding. Neugierig sein und uns nerven, wenn es Fragen gibt. Ja. Ene, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, wie man das alles beschleunigen kann, dass schnell Produkte erscheinen. Und wir laden jetzt sozusagen ganz offiziell alle ein und sagen hier, probieren Sie das Plugin jetzt mal wirklich aus. Jetzt kann man auch was machen. Man muss nicht erst eine Lizenz beauftragen, um dann mal testen zu können. Das war vorher auch schon. Es gab immer schon diesen Testzeitraum. Das haben wir jetzt schon tatsächlich sogar seit letztem Jahr schon gemacht. Aber jetzt ist es sozusagen offen für jedermann und Sie brauchen uns nicht, um einen Test mal einfach mal auszuprobieren und zu schauen. Wie gesagt, beachten Sie, das geht pro Domain nur einmal. Also Sie können nicht quasi unbeschränkt testen, sondern Sie können einmal richtig testen. Deshalb haben wir auch einen langen Zeitraum da eingeräumt, damit Sie das sinnvoll ausprobieren können. Und wenn Sie dann zufrieden damit sind und denken, ja, das ist cool, das will ich auf jeden Fall behalten, weil ich werde auf einmal bei Google gefunden, ich kriege auf einmal Anfragen. Alles, was vorher mit meiner Website, die nur 5, 6, 7 Seiten hat, nicht passierte, genau das passiert auf einmal, dann müssen Sie halt eine Lizenz kaufen, das ist klar. Wir sind ein kommerzieller Anbieter und wollen natürlich dieses Plugin auch verkaufen, also vor allem die Funktionalität verkaufen, denn das Plugin an sich ist kostenfrei tatsächlich und Open Source, aber die Funktionalität dahinter, API und Datenpflege etc., der Support, den wir leisten, das ist natürlich kostenpflichtig und das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Aber wie gesagt, jetzt können Sie auch erstmal testen, sich das alles in Ruhe anschauen, gucken, wie das für Sie funktioniert, ob das ausreichend ist, ob Sie sozusagen sich damit besser darstellen können. Und ich glaube, was ich so gesehen habe in den letzten Wochen, es gibt sehr, sehr viele Händler da draußen, die eigentlich ein dringendes Bedürfnis dafür haben sollten, sich mal umfangreicher zu präsentieren und nicht nur mit 3, 4 Seiten, wo ich einfach auch den Händler nicht finden kann, wenn ich google. Also wenn ich nach Produkten suche, wenn ich nach Warengruppen suche, wenn ich nach allerlei anderen kontextuellen Informationen suche, dann finde ich Händler vor Ort nicht. Und das ist eigentlich schade, denn WordPress ist ein cooles System. WordPress bietet eine optimale SEO-Umgebung. Dann kann man eigentlich alles machen. Und mit dem Garn-Technikon-Plugin kaufen Sie sozusagen SEO an einem Stück ein, nämlich explizit für Ihre Branche, explizit für Ihre Maschinen. Und dann hängt es nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch an Ihnen, dass Sie Ihr eigenes Produkt, also Ihr Unternehmen gut darstellen. Da können wir Ihnen nicht wirklich bei helfen. Das skaliert nicht, denn jeder unserer Kunden zumindest ist sehr individuell. Und ich glaube, dass da draußen kein einziger Händler so ist wie ein anderer. Deshalb, da ist WordPress toll, dass man sich dann auch entsprechend persönlich darstellen kann, damit der Kunde weiß, was auf einen zukommt. Neben den Produkten, die sind natürlich standardisiert und da helfen wir auch gern. In diesem Sinne, viel Spaß beim Testen. Viel Spaß beim Testen und von mir noch ein letztes Wort, weil du es erwähnt hast, wir sind kommerzielle Anbieter. Infos zu den Preisen findet man auf preis.gartentechnik.com. Das werden wir auch nochmal unten ins Video reinstellen. Und da sehen Sie, dass man schon ab 69 Euro pro Monat loslegen kann. Und da können Sie mal überlegen, was so die Datenpflege für Sie eigentlich kosten würde an Zeit oder an Geld.
Also ich glaube, das ist ein guter Einstieg und da finden Sie natürlich noch viele Informationen zum Plugin, auch nochmal den Link, wenn Sie es doch runterladen wollen. Das nur nebenbei. Und ja, dann bis dahin. Alles klar. Ciao.